Da sind wir wieder mit dem zweiten Teil zur Demo The Diner at the End of the Galaxy. Und ich habe rausgefunden, wie das mit dem Gericht funktioniert hat. Ich habe es zwar genauso vorhin schon mal gemacht, da hat es nicht funktioniert, aber jetzt hat es funktioniert. Ich habe einfach noch... Ich zeige es euch gleich nochmal. Aber ich bin mir sicher, ich hatte das vorhin schon mal so gemacht und da hat es nicht funktioniert, weil es das dann nicht gespeichert hat. Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass ich oben den Namen nicht reingeschrieben hatte. Naja, egal. Ich habe es rausgefunden. So, die Quest mit dem Gericht erstellen ist abgeschlossen. So, aber da ist nichts los, ne? Genau, wenn wir bessere Zutaten, bessere Küche und bessere Köche haben, dann können wir auch bessere Sachen halt machen. So. Alles ist da. Außer der Bestell... Also da, wo du halt deine Bestellung aufgibst. Manchmal ist das... Wenn man alles versteht, was hier steht, aber dann fällt einem das Deutsche nicht ein dazu. Das ist manchmal schwierig. Genau, wenn die Leute durch unsere Tür schreiten, können sie an diesem Bestellkiosk die Bestellung aufgeben und sich dann hinsetzen. Also müssen wir jetzt diesen Self-Order-Kiosk bauen. Irgendwo hinstellen, wo viel Platz ist. Also hier. Ich musste das Boil noch hier runterholen, dieses Plus noch übrig lassen. Dann hat es jetzt funktioniert zu speichern. Self-Order-Kiosk. Welche Farbe nehmen wir? Blau. Yes. Funktioniert wie angedacht. Ich kann so viele hier hinstellen, wie ich möchte. Ohne Selbstbedienungskiosk kommt niemand in deinen Laden. Okay. Wir brauchen auch Pausenräume. Genau. Unsere Angestellten brauchen Pausenräume. Ich habe not enough Electronics. Hä? Warum stand da, ich habe nicht genügend Electronics? I don't understand. So, dann brauchen wir noch eine Couch. Kann ich das nicht irgendwie drehen? Oh, ich habe Gäste. Was muss ich jetzt machen? Ich habe viele Gäste. Kümmern die sich? Ja, der holt jetzt das Essen, oder? Ey, so viele Stühle habe ich nicht. Stopp! Ich muss die Küche noch mal ein bisschen umarbeiten, dass die Wege nicht so lang sind. Aber gut, das kann man ja alles vorher nicht wissen. Dafür ist die Demo da und dafür zeige ich euch das, wie es am besten geht. Also so wie ich das mache, nicht machen, okay? okay. Der hat sich erstmal schön aufs Sofa geflätzt. Okay, er winkt uns einen Tschüss zu. Hier, wir können Leute einstellen. Wie? Keine Ahnung. Ich lasse die hier erstmal machen.
Games Room. Gibt's Gun Workshop? Ist aber erst in der Vollversion. Okay. Hund ist verärgert. Hab noch nicht ganz verstanden, wie sie. Ja, bloß noch minus 5 gemacht. Wir haben 2 Kunden bedient. Wir haben minus 1 Fame gemacht. Ups. Ja, warte, wie stelle ich jemanden ein? Must have unique hires greater than or equal to 1. Ja, okay. Und wie genau stelle ich jetzt jemanden ein? Ach so. Guck mal, wie gut er kochen kann. Ich habe einen neuen Koch eingestellt. Ich kann sie auch jedes Mal jederzeit wieder feuern. Ich sehe hier oben Populations. Cap, also Deckel. ja, mehr als die kann ich quasi nicht einstellen. Okay. Nimmt uns mit zum Schrottplatz. Es wurde als Handelsaußenposten und Militärdepot während des Kriegs genutzt. Wir können das alles entfernen. Okay, das machen wir über dieses Savage-Button. Dafür brauchen wir aber auch wieder einen Angestellten. Und wir können dadurch halt Materialien finden und machen natürlich auch mehr Platz für mehr Räume. Okay, also wir sollen erstmal 10 Teils. Oh, ich komme echt nicht aufs Deutsch, ne? 10. Hier fließen. Freiräumen. Warte, wie war das jetzt? Waren das 10? Ich glaube nicht. Oh, der wäre noch besser im Kochen gewesen. Wartet mal. Ich muss die Küche umbauen. Das ist doof so. Ich das? Das Ding hier auch wegmachen. Also das ist irgendwie gerade noch ein bisschen schwierig. Ich krieg das hier nicht. Jetzt habe ich nicht mehr genügend. Ich habe nicht mehr genügend Electronics. Ups. Vielleicht kriege ich jetzt welche vom.
ich jetzt Electronics bekommen vielleicht? Wo zählt denn... Finde ich wieder den... Wie hieß es denn? Board. Hm. Ups. Ich kann jetzt kein Geld mehr verdienen. Ja. Ich habe ein Electronics. Okay, warte. Kriegen wir schon wieder hin, oder? Immer noch 5 Geld oder so. Oh. Warte. Ah, okay. Okay, das hier Mundpropaganda hilft. Unsere Kunden müssen glücklich sein. Es muss immer genügend Personal da sein und genügend Essen. Try raising your fame by 5 points. Okay. Stopp. Ja, wir brauchen wir erstmal wieder. Wo habe ich das jetzt hingesetzt? Auf die Rückwand? Wieso habe ich jetzt 4 Electronics ausgegeben? Ja, ich habe einfach... Ja, ich habe einfach 2 jetzt. Ich hoffe aber nur, das nutzen die nicht. Mann! Ich hasse es. Ich kann das auch... Ich kann die Karte nicht drehen. Gut, dann laufen sie halt jetzt immer raus um die Ecke und gucken, was sie machen müssen. Oh Gott. Okay, wir sind schon bei 3 Fame-Punkten. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Habe ich hier eine Übersicht über meine Mitarbeiter? Der ist Koch, aber den brauche ich ja eigentlich nicht. Ich habe doch den als Koch. Tschüss. So. Habe ich noch Angestellte oder auch nicht mehr? Ich weiß gar nicht, was dieses Kamotti ist. Kamille? Aber wie kann ich eigentlich... Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich einstellen kann. Ach doch, ich kann dann hier... Ich brauche noch eine Bedienung, würde ich sagen. Der ist gut im Craften. Der ist gut im Gärtnern. Crafting. Was ist das hier für ein König? Da kommen wir. Ach, der ist schon angestellt bei uns.
Gardening, Crafting, ist alles schlecht, egal. Ich stelle den jetzt ein. Und der ist aber so. Er bedient die Kunden mit. Oh, was ist das? Prince Vernon Trader. Hab mal Salz gekauft. Warte, da muss ich das ja nochmal. Also wir machen Buschbohne, Wasser, Salz, Boil, Waschbeans, Soup with Salt. Und dann kriegen wir 22 Geld nämlich dafür. Dann können die das jetzt auch bestellen, oder? Wir haben 5 Fame. Oh. Unser Koch macht Pause. Der geht auch in die Pause. Geh mal kochen. Ah nee, der Koch kommt zurück. Stopp. Oder doch nicht. Ah, ich dachte, der Koch kommt zurück. Wo ist jetzt... Das hier eigentlich alles noch. Actions. Prince Vernon's Court. Ski. Ist jetzt nicht als Ski erkannt. Caracal's Army. Oh, kann man dann hier geradet werden? Benny Schamal. Achso, das ist hier. Achso, ich soll 5 Fame pro. Also für eine Fraktion haben. Für die Quest. Oh, ich glaube, das. Kannst du nicht kochen? Das kommt bestimmt noch im Tutorial, oder? Hier mit den Fraktionen und dem Raumschiff. Aber ich muss sagen, gain 5 Fame. Ich habe 5 Fame. Das ist die Quest auch nicht gut beschrieben. Du bist als Koch ja richtig. Ah ja. Lassen wir das. Wieso habe ich so viele Gäste? Ich meine, ich könnte jetzt hier noch einen Tisch hinstellen. Das macht es ja eigentlich nicht besser, oder?
hat Palim gemacht. Das klingt gut. Aber ich kann doch jetzt auch nicht so viele Leute einstellen. Ich meine, ich muss ja auch irgendwie mal gucken, dass ich ins Plus komme. Okay. Ich mache kurz Pause. Denn die Folge für heute ist schon wieder vorbei. Und wir sehen uns sehr gern morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen. Bin gespannt, was hier noch alles so passiert. Und ob das irgendwann auch läuft. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut!